knallt nicht, blutet nicht. Meiner Mama ist es so schlecht geworden, die kann sowas gar nicht ab. Ho, ho, ho. Nein, Mabiländer. Heute ist bei mir der 10. Dezember, also der 10. Mabiländer-Tag. Wow, irgendwie geht der Dezember immer viel schneller rum als die anderen Monate, finde ich. Ich habe einfach in 4 Tagen Geburtstag. Oh mein Gott. Look at the... Well, dieser Song. Oh mein Gott. Look at the... Okay. Reicht auch, Mabi. Komm runter. Man merkt, ich bin leicht aufgeregt auf meinen Geburtstag. Ich weiß noch nicht, was ich so genau machen kann. Wegen Corona, eigentlich beim Essen gehen, Phantasialand und so, ist alles gestrichen. Aber es gibt schlimmere Dinge, man kann bestimmt trotzdem irgendwas Schönes zu Hause auch machen. Einfach so ein bisschen einen entspannten Tag, auch wenn es Montag ist. Naja, egal. Kommen wir jetzt mal dazu, was es heute überhaupt für Mabiländer geben wird, nämlich einen kleinen Special Mabiländer. Denn, warte, ich stelle ich mal hier hin. Oh mein Gott. Leicht Überbelichtung. Sowas besser. Denn vielleicht haben die einen oder anderen schon gesehen, dass ich mir vor ein paar Wochen ein zweites Ohrlöcher stechen lassen habe. Wie ich das andere stechen lassen habe. Ja, ihr wisst, was ich meine. Weil ich fand das so schön, irgendwie zwei Ohrlöcher zu haben. Weil dahinter kann man so einen kleinen Stecker tragen und dann so einen Hängeohrring oder so. Also ich fand das irgendwie schon immer richtig, richtig schön, dass ich es haben wollte. Ich habe mich aber nie so richtig getraut, obwohl ich mein erstes Ohrloch schon ganz früh stechen lassen habe. Aber am Ende war es doch nicht schlimm. Aber jetzt freue ich mich so, dass ich endlich ein zweites habe. Übrigens war es sehr, sehr schwierig für mich, überhaupt jemanden zu finden, der das in Corona-Zeiten noch sticht, auch wenn das schon ein paar Wochen her ist. Ich glaube, diese großen Läden wie Bijou Brigitte oder Brigitte, Bijou Brigitte oder wie auch immer das heißt, machen sowas nicht mehr wegen Corona. Ich war dann in einem Juwelier fragen, der wollte es irgendwie auch nicht mehr machen, dann habe ich aber einen gefunden. Also manche Juweliere machen das noch. Und damit war ich auch eigentlich ganz zufrieden. Und ich dachte mir, ich könnte es einfach als Vlog mitfilmen. Das habe ich dann auch gemacht. Eigentlich wollte ich das schon viel früher hochladen. Aber jetzt wird es halt Mabiländer. Und ich dachte mir, das wäre vielleicht auch mal was anderes. Seht ihr noch mal was anderes und sowas, als immer nur hier zu Hause. Und ja, genau, dann wünsche ich euch gleich mal viel Spaß beim Zuschauen. Aber bevor es losgeht, wartet. Kurzer Themenwechsel zu meinem Outfit. Ich habe nämlich heute ein Weihnachtsoutfit an. Mit hier so ein paar Schneeflocken drauf, so Tannenbäumchen und so und dieses Haarband dazu. Richtig rot gestylt heute, meine Nägel passen auch noch. Ich wollte es nur kurz sagen, wer das ist, bevor mich wieder Leute fragen. Das ist von Primark. Ich liebe diese T-Shirt irgendwie von Primark. Ich weiß auch nicht, vor allem in der Winterzeit sind die irgendwie immer voll schön. Ich habe auch noch eins, das sieht so aus. Das hatte ich nämlich in meinem Plätzchenback-Video an. Ja, gefällt mir auch gut, also sind auch nicht teuer. Wie gesagt, schaut da gerne mal vorbei. Keine Werbung, nein, nein. Aber jetzt geht's los mit meinem kleinen Ohrlöcherstechen-Vlog. So, wir sind jetzt hier gerade im Parkhaus und wir gehen jetzt zum Juwelier, der gesagt hat, dass sie noch Ohrlöcher stechen. Ich bin mal sehr gespannt. Und ich bin irgendwie schon ein bisschen aufgeregt, weil ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, als ich das gemacht habe. Da war ich nämlich 5. Aber ich glaube, es tat mich gar nicht mal so weh. Naja, egal, ich mach's jetzt. Hallo, Cookie. Oh, die haben wir alle. Aha. Vielleicht immer fürs Hintere ganz gut so ein kleiner. Muss ich auch kleine Öhrchen. Ja, finde ich ganz schön. Den haben wir auch in Goldfarben. Ja, Goldfarben finde ich schön, aber ich habe mehr goldene Ohrringe. Mhm. Dann würde es besser passen. So sieht es aus. Finde ich ganz schön, ja. Ich habe Angst, es wehtut, aber ich glaube, es tut gar nicht weh. Weil ich habe das ja schon mal gemacht, aber... Ich habe Angst. Aber der Ohrring ist schön. Also ich nehme jetzt den, doch den großen in Gold, weil ich habe mir gedacht, das sieht schöner aus, weil ich mehr goldene Ohrringe hier habe und den kleinen hier gab es nicht mehr in Gold. Okay. Ich zeichne das jetzt an. Wir müssen gleich nur mal die Maske vielleicht so halten und den Gummi lösen. Ja, können wir machen. Soll ich die normalen Ohrringe dann gleich ausziehen? Also die ich jetzt schon anhabe? Die lassen sie erstmal eben an. Okay. Ui, das sieht doch interessant aus. Knallt nicht, blutet nicht. Ziert. Ja. Dann mache ich. Oh.
So. Jetzt einmal eben zu mir drehen. Ja. Komplett. Okay, es geht jetzt los. Bin mal gespannt. Oh Gott. Wie soll ich die Maske so einfach vorhalten? Einfach nur so halten. Mhm, mache ich. Rechts zuerst, links zuerst. Ist das zuerst? Ja. Mir gleich. So. Ist schon. Das ging ja voll. Okay, ich dachte, es hätte mehr weh. Nein. Das ging ist wirklich voll. Das tut gar nicht weh. So. Perfekt, cool. Ah, cool. Noch ein? Ja. Ja, das ist alles halb so schlimm. Wenn ich schon Handschuhe dazwischen habe. So. Der zweite zwickt meistens etwas mehr, weil man weiß, was kommt. Aber ja. Wie gesagt. Aber so, ich mache die jetzt auch nicht so stramm, weil die ein bisschen breit werden. Das ging aber schnell. Cool. Darf ich mal gucken? Ja, natürlich. Guck mal. Sehr schön. Ja, gefällt mir. Leute, wir mussten jetzt schnell aus dem Laden raus, weil meiner Mama ist es so schlecht geworden. Die kann sowas gar nicht ab. Also als sie das gemacht hat, die hat auch zwei, ist ja auch umgefallen. Sie liegt jetzt hier auf der Rückbank mit ihrem Bein hoch. Der ist so schlecht geworden. Jetzt liegt sie hier auf der Rückbank. Ah, Mama. Ihr tat es halt gar nicht weh. Es zwickt ein bisschen, aber so sieht es jetzt aus. Also, falls ihr es auch machen wollt, es tut nicht weh, Leute. Das würdet ihr euch selbst so zwitschen oder so. Also, es tut nicht weh. So, das war es mit meinem Ohrlöcherstechen-Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch ein bisschen ermutigen. Ich bin mal gespannt, wie demnächst auch mit Ohrlöchern alles rumläuft. Ja, Anni, ich spreche hier direkt zu dir. Du traust dich einfach immer noch nicht, die Ohrlöcher stechen zu lassen. Da müssen wir schnell was dran ändern. Bitte guck dieses Video 10-mal, bis du dich traust. Nein. Aber ich gebe euch jetzt ein kurzes Shoutout. Und danach zeige ich euch noch ganz schnell, was heute mein Adventskalender war. Dafür müssen wir nicht kurz runtergehen. Das ist mega cool. Wo ist mein Shoutout? Hier. Heute grüßt mir die Anna oder Anna. Sie hat geschrieben, hi Mavi, ich hoffe, du liest meinen Kommentar. Ich finde dich einfach so toll. Du bist einfach die beste YouTuberin, die ich kenne. Und ich liebe deine Videos. Und hoffentlich wirst du mich auch mal grüßen. Aber wahrscheinlich wird es nicht passieren, sondern jemand anders. Naja, aber auf jeden Fall freue ich mich auf deinen Mavi-Länder. Also Anna, nein, heute grüße ich nur dich, alleine dich, niemand anders. Also, herzliche Grüße gehen raus an dich. Ich hoffe, du freust dich, dass ich dich auch mal grüße. Und jetzt gehen wir kurz runter. Heute war einfach vom Starbucks mein Adventskalender. Oh, da unten ist Chaos, ich höre es schon. So. Ich muss doch mal ganz kurz was zeigen, Papa. Warte. Mein Adventskalender, den ich hier gerade drin hatte heute. Da hatte ich nämlich diesen Starbucks-Becher drin. Da wird auch noch eigentlich dieser Deckel drauf. So. Wenn man da jetzt heißes Wasser reinfüllt, dann passiert etwas ganz Bestimmtes. Ich das Wasser hier rein. Und seht ihr, wie sich der Becher einfach verfärbt? Ist das cool oder ist das cool? Der wird einfach pink, wenn da heißes Wasser reinkommt. Ich finde das so, so mega. Ich glaube, ich nehme den Becher jetzt auch immer mit zu Starbucks und lass mal den befüllen. Also, das war's jetzt mit diesem Mal wieder. Na, wir sehen uns morgen wieder. Und dann sind es nur noch 3 Tage bis zu meinem Geburtstag. Oh mein Gott. Also, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich schaue mir jetzt noch schön diesen Becher an. Ich liebe das so, wenn sich diese Farbe so verfärbt. Und wir sehen uns dann wieder. Tschüss, bis dann.